mal ordentlich hinsetzen hier. Alles wollte gut. Eigentlich wollte ich die Ansage machen, bevor Judith da ist, aber irgendwie ist hier alles schief gegangen. Kamera nicht gefunden, Stativ nicht gefunden, also die Chip war nicht da. Ja, jetzt. Und Judith ist auch noch zu spät gekommen. Das kommt auch noch hinzu. Okay, also. Da ja einige, herzlich willkommen in der Welt von Nothing But Nails erstmal, und da ja einige von euch gefragt haben, wie wir, wir haben ja diese neuen Magnetgele und Spider-Gele haben wir auch und ach, ist das alles viel. Ich muss jetzt dringend mal ein Video machen mit Magnetgelen. Judith hat mir schon ein Foto gezeigt von einer bestimmten Farbe und die nehmen wir, ich weiß gar nicht, was es war. War es braun oder war es das blau? Oder? Blau. Blau? Okay, blau. Das macht auch mega geile Magnete. Und da werde ich mir jetzt irgendwas mit überlegen. Das muss ich aber noch, während ich das Alter abmache, überlege ich mir das. So, dann geht's jetzt los. Ja, und hier? Es ist noch da. Dann darf sie das auch behalten. Ich hatte ihr ja beim letzten Mal versprochen, wenn du das Piercing beim nächsten Mal noch hast, dann kriegst du das wieder genau so rein. Und ansonsten muss ich dir da, wo diese Ringe sich treffen, da hätte ich ihr dann eine Kugel reingesetzt. Aber das ist ganz schön aufwendig, immer mit reinmachen und abmachen und kaputt machen. Und meistens geht der Ring dann auch kaputt. So wie es jetzt ist, ist es eigentlich am besten. Ja, und dann muss ich natürlich erstmal die Farbe runterholen. Und nicht so viel von der Modellage selber, sondern eigentlich nur die Farbe und eventuell gelöstes Material. Dann muss ich natürlich bei Judith immer ganz, ganz, ganz gründlich die Haut machen. Obwohl ich sagen muss, seitdem ich so viel mit dem Fräser arbeite und halt auch mit dem Kegel und mit dem langen Zylinder, seitdem hat sie nicht mehr so viel Haut. Das ist echt ein toller Erfolg. Und wenn ihr euch den Kegel bestellt, bitte denkt daran, der Kegel ist nicht dazu da, um Modellage oder andere Materialien damit zu bearbeiten, sondern den benutze ich eigentlich nur für die Haut. Dann wird mit der Feile noch vorgearbeitet und dann geht's weiter. So, Altmaterial ist runter, wir sind jetzt bereit für die Modellage und ich habe mir beim Abfeilen was überlegt. Es gibt heute kein Gel, ich mache heute wie Acrylgel. Das hatte Judith noch nie und da das Gel immer super bei ihr hält, gehe ich mal davon aus, dass das jetzt auf jeden Fall auch hält und wir können alle fünf gleichzeitig auffüllen. So. Gesagt, getan. Unter dem V-Acrylgel muss ich natürlich Nailfoss One auftragen und das wird jetzt erstmal komplett, aber nur auf den Naturnagel aufgetragen. Und dann habe ich Clear Pink von unserem V-Acrylgel genommen und trage erstmal mit dem Spatel die gewünschte Menge auf den Nägeln auf. Ich trage immer erst auf den vier Fingern das Material auf und wenn ich die vier modelliert habe, dann nehme ich den Daumen, weil mir das eventuell sonst runterläuft. Wenn Judith nämlich so warme Finger hat oder wenn die Kundin generell warme Finger hat, dann kann es euch passieren, dass es an dem Daumen so ein bisschen runterläuft. Und wenn man halt so hochkonzentriert arbeitet oder vielleicht auch noch viel Quatsch mit der Kundin, dann ist das nicht so besonders toll, wenn das dann runterläuft an der Stelle. Ja, und jetzt arbeite ich ganz normal mit meinem V-Acrylgel-Pinsel und mit der Slip Lotion das Material auf dem Nagel und ich baue natürlich den Apex direkt mit ein. Und ich versuche immer noch so ein bisschen die Arch vorne so ein kleines bisschen hochzuheben, weil durch das Rauswachsen fällt mir natürlich jetzt der Nagel nach unten. Und jetzt haben wir so langsam aber sicher echt eine gotische Mandel erreicht. Es ist eine gotische Mandel, weil da ist nichts mehr gerade oben. Und an dem Piercing arbeite ich jetzt das Material erstmal in das Loch, aber ich mache das Loch ja hinterher mit dem Bohrer wieder auf. Es ist nur jetzt so zum Feilen und so ist es
angenehmer, wenn wir es zu haben. Und die restlichen alle im Schnelldurchlauf. Da könnt ihr euch das alles nochmal in schnell anschauen. Zwischendurch ging das Telefon. Das ist das weiße Kabel, was ihr da seht. Und da habe ich dann telefoniert. Ich glaube, das war eine Schulungsanfrage. Aber ich kann ja nicht telefonieren und dann nicht weiterarbeiten. Das geht ja nicht. Ich mache alles gleichzeitig. Kleiner Tipp, wenn ihr die Nägel bearbeitet, der Rechtshänder geht immer von links nach rechts, der Linkshänder von rechts nach links. Und in der Zeit, also wenn ich den einen Finger arbeite, können die anderen Finger auf der Hand liegen, also auf meiner Hand, die die Hand der Kundin festhält. So passiert es dann nicht so schnell, dass die Kundin mit ihren Fingern irgendwo dran dötscht. Weil das wäre jetzt ja ein bisschen sehr ärgerlich. Das ist mir einmal passiert. Das war richtig doof. Das Ganze wird 2 Minuten ausgehärtet und dann nehme ich die Schwitzschicht ab mit Cleaner. Und dann arbeite ich mir erstmal mit dem blauen Hartmetallfräser oben so ein bisschen den Übergang. Form brauche ich jetzt eigentlich gar nicht machen. Das würde ich normalerweise, bevor ich mit dem blauen Fräser arbeite. Aber brauche ich jetzt nicht, weil da habe ich ja eigentlich gar nicht viel verändert an der Form. Kann nichts eigentlich. Ich falte die gleich nur nach. Ganz, ganz wichtig, immer dran denken, wenn ihr wie Acrylgel fräst, eigentlich überhaupt gar keinen Druck ausüben. Ganz, ganz, ganz leicht mit dem Fräser nur drüber fliegen. Sobald ihr ein bisschen zu viel drückt, habt ihr eine fette Delle drin. Also wer sich das nicht zutraut, lieber nur feilen. So, zu dem Feilen kann ich euch wieder was sagen, habe ich ja jetzt im Schnelldurchlauf gemacht. Ich werde euch unten in der Infobox auf jeden Fall wieder das Video verlinken, wo ich meine Feilschritte ganz genau erkläre. Das ist ein Video, wo es ganz explizit nur um die Feilschritte geht. Ich habe 6 Feilschritte, die mit 4 Feilhaltungen gearbeitet werden. Und eigentlich feile ich, egal was ich mache, alle Nägel immer gleich. Und wer meine Videos kennt, der hat die wahrscheinlich schon verinnerlicht. Denke ich mal. Gehe ich mal von aus. Nachdem ich mit der Feile fertig bin, nehme ich den Buffer und feile alle Feilschritte nochmal mit dem Buffer, mit der 100er Seite, damit meine Oberfläche schön angeglättet ist. Also sie soll ja nicht zu glatt sein, aber angeglättet soll sie sein.
Und bei so einer langen Modellage bin ich natürlich immer besonders pingelig, gerade was so die Form angeht. Das sieht nämlich echt doof aus, wenn da was schief geht. Jetzt nochmal alles mit dem Buffer. Nochmal alles gründlich entstauben und dann kann es mit dem Design losgehen. Wir haben uns entschlossen, dass wir auch noch ein paar Mattnägel dazwischen machen, zwischen dem Blau. Und jetzt trage ich erstmal das Magnet komplett auf alle Nägel einmal auf und mit dem Magnet arbeite ich dann in der zweiten Schicht. Wie ihr seht, habe ich hier den kurzen Lackierpinsel wieder genommen. Das mache ich ja in letzter Zeit nur noch, dass ich, wenn ich Color Culture Farben verwende, bei Soak Off, bei Soap Polish immer den langen, und wenn ich Color Culture Farben auftrage, die sind ja ein bisschen dickflüssiger, habe ich einfach festgestellt, bei langen Nägeln ist es besser, mit dem kurzen zu arbeiten, weil der mehr Druck ausübt und ich somit nicht so viel Farbe auf die Nägel auftrage. Und dann die Gefahr besteht, dass es nicht aushärtet, weil es zu dick ist. Also zwei dünne Schichten auftragen und dann ist alles gut. So, und jetzt zeige ich euch mal die verschiedenen Arten, die man mit dem Magneten arbeiten kann. Die erste Schicht ist komplett ausgehärtet, 30 Sekunden in LED. Und jetzt trage ich die zweite Schicht auf und bei den Magneten solltet ihr auf jeden Fall jeden Finger einzeln arbeiten, also nicht alle auf einmal, dann würde euch das nämlich wieder verlaufen. Ich trage die erste Schicht auf, nehme meinen Magneten und jetzt halte ich erstmal den langen Magneten an die Farbe, mal von der anderen Seite, damit ihr mal seht, wie die Farben sich verschieben, wenn der Magnet drangehalten wird. Jetzt habe ich da so einen schrägen Strich drauf. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, oh nee, das finde ich aber doof, dann nehmt ihr den Pinsel und macht einfach nochmal eine Schicht drüber und jetzt, ich habe da nämlich so eine Magnetplatte drunter und jetzt ist mir der komplette Magnet auf der Platte kleben geblieben. Das passiert mir andauernd. So, jetzt haben wir die andere Seite von dem Magneten, das ist so ein runder Magnet und damit kann ich dann so witzige Flächen mitmachen. Also ich kann die Magnetpigmente, die sich in der Farbe befinden, mit den einzelnen Magneten einfach so bewegen. So, und jetzt habe ich beschlossen, ich möchte diesen Strich gar nicht drin haben, sondern ich möchte genau so die Farbe auf dem Nagel verteilt haben. Und wenn mir das dann gefällt, so wie es ist, dann wird das angehärtet. Jetzt kommt der zweite Finger. Ich glaube, den haben wir matt gearbeitet. Ja. Und schlagt mich jetzt nicht, aber ich meine, ich hätte das Color Powder Adria drauf gemacht. Kennen wir ja schon, ne? Matt Design, Farbe auftragen, Color Powder auftragen, härten. So, nächste Schicht, nächster Finger, Farbe auftragen und jetzt möchten wir gerne
den Strich in der Mitte ganz gerade drüber haben. Und dann nehme ich den großen Magneten und halte ihn parallel zur Seitenlinie und härte wieder an. Den Zeigefinger habe ich genauso gearbeitet wie den kleinen, heißt Farbe auftragen, runden Magneten nehmen, von rechts schieben, von links schieben und das Ganze aushärten. Der Daumen war wieder ein Mattdesign, heißt wieder Schicht auftragen, Galapowder drüber streuen und aushärten. Und erst wenn ich komplett fertig bin, bürste ich die Nägel ab. Jetzt mache ich noch gar nichts. Jetzt nehme ich die neue Farbe Color Culture Plata Star und trage mit dem 3D-Gelpinsel auf den Nägeln, wo ich den Strich mit dem Magneten gemacht habe, also den geraden Strich, so ein, wie so eine Art Regen oben auf. Also oben am Nagelwall ein bisschen Farbe auftragen und dann ganz, ganz sanft nach vorne auslaufen lassen. Das Plata Star, das ist feiner und grober Silberglitter mit einem Mega-Glanz. Das ist eine von unseren neuen Color Culture Farben. Oh, finde ich total geil. Plata Star. Dann haben wir Brillo. Nee, Brillo ist das nicht. Brillo. Brillo Plata. Da ist noch so ein Hauch von Gold mit drin. Und Plata, da ist, das ist die, dieses Silber in etwas gröber. Also diese drei Glamour, die finde ich sowas von mega. So, und jetzt nehme ich den Top Gloss zum Versiegeln. Wir haben festgestellt, wenn wir über die Magnetfarben, wenn wir sie mit dem Magneten bearbeitet haben, wenn wir da mit dem Unisealer drüber gehen oder mit einem Versiegler ohne Schwitzschicht, wo man ein bisschen feste drückt, dass man dann die Magnete doch wieder so ein bisschen durcheinander wirft. Und wenn ich den Top Gloss nehme, der ist ja ganz sanft und ich fliege ja nur mit der Farbe so ganz, ganz leicht drüber, dann bewege ich überhaupt nichts mehr von diesen Magneten. Und deswegen werde ich den nur noch nehmen, wenn ich Magnete versiegel. Das ist der Versiegler vom Soak-Off. Also ist ablösbar, aber auf Modellage ist es ja sowieso Peng, ist ja egal. Der Top Gloss wird 30 Sekunden ausgehärtet. Aber wichtig ist immer, ihr müsst auf jeden Fall ein bisschen abdampfen lassen, bevor ihr die Schwitzschicht abmacht. Jo, und bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, nehme ich erstmal meine Bürste und bürste die mit dem Color Powder bearbeiteten Nägel kräftig ab. Ja, und jetzt geht's ans Piercing. Immer dran denken, den Buffer unten drunter legen und dann von unten das Loch neu bohren, weil man dann auch in den Buffer bohrt. Und denkt aber dran, dass ihr nicht die Bufferseite da drunter macht, weil sonst habt ihr nämlich Kratzer im Nagel, sondern immer die Seite, die da in der Mitte zwischen ist. So, jetzt nehme ich die Zange in die rechte Hand, ziehe den Ring durch das Piercing, halte dann die rechte Seite von dem Piercing mit der Nagelhautzange fest, stecke den Glitzerstein richtig rum auf den Ring, nehme die zweite Zange mit der linken Hand und dann drehe ich quasi den Ring wieder aufeinander zu und schon sitzt er wieder. Altes Silvia-Prinzip. Und es sieht schön aus. Also ich finde, Judith steht das Piercing mega und das Blau auch und sie ist total glücklich. Und ich danke euch, dass ihr mein Video angeschaut habt. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr mir ein Abo dalasst und Fragen für Fragen immer unten in die Kommentare. Tschüss, bis nächstes Mal.